Ja. Ich bin ins Dorf wegen der Steuern. Was machst du? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Es ist nur schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Haben die Leute nicht... Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Lauf, Blitze! Einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Hunger schon ganz blass. Was faselst du da? Heya! Komm schon, Plätze. So ist es. Was ist das? Lauf, Plätze. Nein, das wäre zu schnell und schnell. Guck mal, da ist ein Streuner. Schon mal vom Turm. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch.
Verpisst euch. Sofort. Und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen. So gewollt. Kreis! Ah! Weiter! Weiter! Verdammt! Das reicht. Sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat. Jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich, nicht ohne die Ziege.
Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Hier entlang, glaube ich. Noch ein Hinweis. Gut. Noch ein Hinweis. Gut. Ach, da bist du. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weideland. Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Thank you.
Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Wo zur Hölle bist du hin? Doch, du beknacktes Huhn. Wie lange soll ich noch? Zur Hölle bist du hin? Thank you.
Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Prinzessin, lauf dem Weidenland nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Das? Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger?
Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihm gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht? Soll er mir sein Blut bringen? Blut findet immer verwandtes Blut. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Findet! Der soll belohnt werden! Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte ein paar entbehren. Ich habe einen Sohn übrig. Söhne sind besser, stärker! Leute! Hey! Blitzeinschlag? Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde.
Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Hat neulich zwei Liquide durchgeschnitten. Wenn ich wieder mal mit dir trinken will, geht. Du. Woher kenne ich dich denn? Ja, der Hexer. Komm, trink mit mir. Du bist ja leichenblass. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Schlechte Idee. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte.
Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Reiß dich zusammen. Männer wie du sind einfach erbärmlich, wenn sie zusammenbrechen. Du bist ein herzloser Bastard. Dann wirken die Mutationen ja. Es hat doch sein Gutes. Dein totes Kind kann uns helfen, dein Lebendes zu finden. Und deine Frau. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach.